Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Retail-Arbitrage nochmal. Und weil wir einfach viele Anfragen bekommen haben, was dort überhaupt verkauft werden kann, was ist möglich, welche Margen habe ich da, dachte ich, ich zeige einfach mal ein paar echte Produkte, die wir in unserem Account schon verkauft haben, die mit Retail-Arbitrage gesourced wurden. Also, die erste Frage ist ja immer, wo bekomme ich überhaupt die Sachen? Ganz, ganz oft kriege ich E-Mails, wo jemand sagt, Philipp, wie geht das? Wo findest du überhaupt die Sachen? Das ist einfach im Supermarkt. Ich finde die Sachen im ganz normalen Supermarkt. Ich finde die in Outlet-Stores oder bei Läden wie Thomas Philips zum Beispiel irgendwelche Restposten-Sachen. Und dort geht man einfach durch die Regale, schaut, was rabattiert ist. Also alles, was weniger als 30-40% rabattiert ist, da braucht man sich noch nicht mal die Mühe machen, das in irgendeiner Form zu scannen oder sich genauer anzuschauen. Und alles, was so 40-50-60% off ist, das wird wirklich interessant und da sollte ich dann mal reinschauen. Und da finde ich wirklich die unterschiedlichsten Dinge und auch die Margen, die gehen wirklich von sehr, sehr hoch bis sehr, sehr niedrig. Und das ist wirklich einfach ein bisschen Erfahrungssache. Du solltest also einfach mal anfangen, rausgehen, einkaufen und dann lernst du mit der Zeit, was funktioniert und was nicht. Das können halt sehr offensichtliche Sachen sein, wie zum Beispiel hier Spielzeug. Also in dem Fall ist es jetzt Ninjago von Lego. Und diese Ninjago-Sachen sind natürlich sehr beliebt. Bei Lego und Duplo ist oft das Problem, man bekommt sehr selten die Preise, dass es sich wirklich noch lohnt, das wieder zu verkaufen. Aber es ist natürlich sehr attraktiv, weil das reißen die Amazon-Kunden dir aus den Händen und du verkaufst es halt eben sofort. Ganz anders sieht es dann zum Beispiel bei sowas hier aus. Ist jetzt hier einfach so ein Coffee Grinder von einer Marke. Den habe ich hier jetzt im ganz normalen Supermarkt gefunden. Ich glaube, der war aus dem Rewe. Und da war der einfach reduziert, da gab es mehrere davon und dann habe ich den direkt mitgenommen, kann den jetzt bei Amazon listen. Der verkauft sich halt etwas langsamer, aber an dem habe ich eine sehr gute Marge, weil der halt eben nicht so überlaufen ist mit Händler, weil den nicht so viele Leute verkaufen wie hier das Lego Ninjago. Ich habe mir für heute vorgenommen, ich möchte dich aber gerne mal einfach mitnehmen, an die Hand nehmen und dir mal zeigen, wie so eine Kalkulation aussieht und dir echte Produkte zeigen von mir mit Kalkulation, damit du einfach mal siehst und auch vielleicht einfach Ideen bekommst, was du sourcen kannst. Also ich würde sagen, legen wir einfach los. Jetzt siehst du hier ein Produkt, das ich erfolgreich verkauft habe. Das war zum Beispiel aus der Metro, wo ich das gefunden habe, ist eine Silikonform, mit der man kleine Pralinen, Schokolade machen kann oder auch Plätzchen. Und die gab es dort im Ausverkauf für 3,50 Euro. Jetzt habe ich hier einfach mal den Sellerboard-Kalkulator genutzt. Verkauft wird das Ganze für 12,99 Euro. Einkaufskosten netto waren 3,50 Euro. Dann rechne ich immer noch so eine kleine prozentuale Sache ein für Rücksendungen. Dann zieht er hier die Kosten quasi für die Rücksendungen wieder ab. Dann die Lagergebühr, FBA-Kosten, Amazon Referral Fee, dann die Umsatzsteuer. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben jetzt hier 3,39 Euro Profit pro Verkauf, haben ein Return on Investment von 96% und eine Marge von 26%. Das heißt, für jede 3,50 Euro, die ich hier reinstecke, bekomme ich fast nochmal das Gleiche als Gewinn wieder raus, was natürlich sehr, sehr attraktiv ist. Das heißt, die Marge ist jetzt hier mit 26% für Retail-Arbitrage sogar schon relativ hoch. Aber wichtig ist auch immer die Kennzahl ROI und natürlich der absolute Profit. Deswegen habe ich auch jetzt noch ein anderes Beispiel vorbereitet für dich. Das hier zum Beispiel Süßigkeiten.
Da haben wir jetzt hier einen Verkaufspreis von 8,99 €. Das ist auch eine sehr große Tüte Haribo. Die hat 2,05 € gekostet. Auch hier wieder die Rücksendung mit berücksichtigt und die Lagergebühren. Dann haben wir hier 2,34 € FBA-Kosten, dann die Amazon-Gebühren, Umsatzsteuer und da bleibt am Ende 1,69 € hängen. Immer noch über 80% ROI haben wir hier und eine Marge von 19%. Süßigkeiten können sehr, sehr attraktiv sein, weil die sich einfach schnell drehen. Aber natürlich muss man hier berücksichtigen, dass es einfach Haltbarkeit gibt und dass man die Sachen auch wirklich in einem bestimmten Zeitraum verkaufen muss, weil ansonsten das Ganze einfach nicht mehr attraktiv ist und weil es halt so ist, dass man, wenn man es zu langsam verkauft, die Ware einfach verliert, weil entweder wird die von Amazon vernichtet oder du musst sie zurückfordern. Gut, für Süßigkeiten hat man privat vielleicht noch eine Verwendung, aber rein aus geschäftlicher Sicht als Produkt ist das Ganze dann verloren. Muss also jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht. Und wir sehen es hier an den Zahlen, das ist natürlich ein Massengeschäft. Das heißt, hier muss ich schon einiges verkaufen, um auf Geld zu kommen, von dem ich dann leben kann. Leider läuft es nicht immer so gut wie in den ersten beiden Beispielen. Auch wir machen Fehler, das heißt, es gibt immer mal wieder einen Fehlkauf, den man dabei hat. Da habe ich auch mal einen mitgebracht. Ist ein echter Fehlkauf von mir. Das war dieses Mamm-Sauger-Set, das ich mal irgendwo bekommen habe. Und das war dann so, das lässt sich für 15,99 € ist gerade der aktuelle Verkaufspreis. Oft muss man aber einen Tick niedriger gehen, wenn man die Buybox direkt haben möchte. Also gehen wir mal von 14,99 € aus. Hat 8,10 € netto im Einkauf gekostet. Dann die Retouren noch berücksichtigt, die ganzen FBA-Kosten. Und dann sind wir hier schon mit unserem Profit im negativen Bereich. Also wirklich Achtung. Hier haben wir jetzt 38 Cent Verlust gemacht und eine Negativmarge von 3%. Die Arbeit und die Zeit haben wir natürlich dafür trotzdem. Und das ist natürlich super ärgerlich. Von daher, wenn du mit sehr knappen Margen arbeitest, dann solltest du schon wissen, was du tust. Aber es kann natürlich immer mal passieren, dass man sich auch einfach verrechnet. In dem Fall war es jetzt tatsächlich ein dummer Fehler, weil du siehst hier, es sind 4 Stück. Verkauft werden diese Sauger normalerweise als Doppelpack. Und ich habe halt 2 Doppelpacks gekauft und habe mich einfach im Preis vertan, weil ein Doppelpack wäre bei 4,05 € gewesen. Ist aber ein Viererpack. War mein Fehler, habe ich viel zu spät bemerkt und konnte das dann nicht mehr profitabel loswerden. Auch sowas musst du natürlich einkalkulieren. Und auch hier ist es dann wieder so, dass du erstmal eine gewisse Größe an Umsatz erreichen musst, bevor das Ganze sich lohnt. Du hast halt nicht nur die Fixkosten für deine Software, für deine Arbeit, für deinen Arbeitsplatz und so weiter, Steuerberater, was auch immer. Dazu habe ich auch ein anderes Video gemacht, findest du hier auf dem Kanal, sondern du hast halt eben dann auch mal solche Sachen dazwischen, die du eben mit profitablen Verkäufen dann wieder ausgleichen musst. Hier möchte ich dich also nur darauf aufmerksam machen, dass das passieren kann. Und Retail Arbitrage funktioniert super, funktioniert auch mit sehr kleinem Budget zum Starten, aber du musst halt immer berücksichtigen, es sind auch mal Ausgaben dabei und gerade bei Arbitrage muss man halt schon recht hohe Umsätze fahren, damit das Ganze wirklich so profitabel ist, dass ich davon auch leben kann. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Da habe ich auch noch mal hier ein extremes Positivbeispiel mitgebracht. Waren Dieselpullover, die habe ich auch in einem Supermarkt im Angebot gefunden. Da hat jeder Pullover 16,20 € netto gekostet. Zu der Zeit, wo ich die verkauft habe, war eine sehr gängige Größe. Ich hatte das Glück und habe Pullover in der Größe L gefunden. Konnte ich für 69,90 € verkaufen. Ich hatte auch mehrere davon. Und da bleiben dann tatsächlich 28 Euro ungefähr hängen pro Verkauf.
Wir haben hier ein ROI von 175%, was wirklich super, super gut ist, und eine Marge von 40%, was auch sehr attraktiv ist. Und du merkst schon hier, höherpreisige Sachen können natürlich attraktiv sein, sind aber auch im Einkauf teurer. Und hier muss man dazu sagen, bei dem Pullover zum Beispiel habe ich ungefähr 2 Monate auf einen Verkauf gewartet, bevor ich losgeworden bin. Das heißt, meine Lagergebühren gehen damit natürlich hoch und ich mache in der Zeit keinen Umsatz und habe mein Geld quasi ja im Warenbestand drin hängen. Auch das muss man sich natürlich überlegen, wobei ich jetzt hier bei dem Beispiel sagen würde, das war natürlich gut, dass ich es gemacht habe, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und du siehst aber hier nochmal, wie extrem da die Unterschiede sind, dass wirklich zum Beispiel zwischen Süßigkeiten mit 1,69 Euro Profit und dann solchen langsam drehenden Kleidungsstücken mit fast 30 Euro Gewinn, Riesenunterschiede sind. Von daher ist es auch immer ganz schwer zu beantworten, wenn jemand fragt, ja, wie viel Marge habe ich denn bei Retail Arbitrage, was kann ich da machen, wie viel Geld kann ich damit verdienen. Es ist halt so oder so. Es kommt wirklich darauf an, wie viel Zeit du reinsteckst in die Suche deiner Produkte, was du findest, wie viele Supermärkte du anfährst, wie viel Kapital du hast, ob du teure Sachen kaufst oder lieber günstige Sachen, ob du schnell drehende Sachen haben möchtest oder lieber Sachen mit einer großen Marge. Das geht wirklich von bis. Und dann baut sich das Ganze natürlich auch nach und nach erstmal auf. Das heißt, wenn du startest, dann musst du erstmal Inventar hinschicken. Das Ganze geht langsam. Du bekommst einen Verkauf, 2 Verkäufe, 5 Verkäufe. Und irgendwann hast du halt auch im Lager Sachen liegen, hast natürlich Geld im Warenbestand stecken und kommst dann aber auf tägliche Verkäufe, die dir wieder neue Ware finanzieren und das Ganze attraktiv machen. Du siehst also, egal ob Lebensmittel, Bekleidung oder Produkte aus Küche und Haushalt, alles geht. Wenn du freigeschaltet bist für Bereiche wie Beauty, Kosmetik zum Beispiel, kann das natürlich auch attraktiv sein und nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Ich wollte hier einfach nur mal zeigen, es kann so oder so gehen. Die Margen gehen wirklich von hoch bis niedrig und du musst halt einfach verschiedene Dinge berücksichtigen. Und das hier ist übrigens ein kostenloses Plugin von Sellerboard, nennt sich FBA Calculator. Kannst du also gerne dir für deinen Chrome-Browser runterladen, um das mal auszuprobieren. Und das funktioniert sehr gut. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Retail Arbitrage oder mehr darüber erfahren möchtest, dann schreib mir doch einfach unten in die Kommentare nochmal rein, wie es für dich läuft, ob du überhaupt schon angefangen hast oder ob du da noch Unterstützung brauchst. Schau gerne auch auf amaclick.de vorbei und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt mir, was ihr sehen wollt, liked das Video und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.